Lotto-Millionär wird zum Hartz-IV-Empfänger. Er hat einfach alles und hat alles verballert. Der andere hatte alles und hat übel gelitten dabei. Bruno, 49. Guten Morgen, Bruno. Ja, hallo. Hallo, Bruno. Weswegen Oh rufst du Gott. an? Ja, ich habe einen Lottogewinn gehabt im letzten Jahr, Anfang des Jahres, kurz nach meinem Geburtstag. Darf ich dich kurz unterbrechen, Bruno? Ja. Du sprichst mit Lautsprecher oder Freisprechanlage. Nein. Du hast den Hörer am Ohr. Am Ohr, ja. Das klingt so hallig. Keine Ahnung. Du bist in einem großen Raum. Ich bin bei mir hier im Flur. Achso, ja, vielleicht liegt es daran. Ja, Okay, dann weil ich geht's. jetzt nicht im Raum des Fernsehens sein wollte, Sehr gut. bin Also, dann rübergegangen. dann machen wir es so. Du hattest einen Lottogewinn. Ja, ich hatte fast 1 Million gewonnen. 880.000 und ein paar kleine. Hast du oder hättest du fast? Habe Hast ich. du? Ich war am Anfang gerade etwas irritiert. Das war voriges Jahr. Das war vorher ja kurz nach meinem Geburtstag. Wann hast du denn Geburtstag? Ich habe Anfang Januar Geburtstag und Ja. hat entweder noch im Januar oder direkt die erste Februarwoche Das war ist das nur ein Jahr gewesen. später? Das ist ja, du klingst so niedergeschlagen. Das ist ja eine sensationell tolle Nachricht. Man gewinnt fast 1 Million Euro. Ja, aber von dem Geld ist mittlerweile jetzt nichts mehr da. Nach einem Jahr ist das weg, das Geld. Ich habe mir jetzt das Einzige, was ich mir selber geleistet habe, ist eben Küchenzeile und eine Wohnzimmereinrichtung. Weil Ja, von den 880.000 Aber es geht auch krass. Es gibt auch da, es gab auch diese eine Familie da, wo auf dem Dorf lebt, die 6 oder 7 Millionen gewonnen hat. Küchenzeile. Und Klar, es ist traurig, Leute, es ist traurig, aber es ist immer wieder. Es ist, sorry, 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 aber das wirklich zeigt, sorry. du kannst Leuten Geld geben, Millionen, und sie werden trotzdem pleite sein. Wie gesagt, es gab diese eine Familie auf dem Dorf, die hat 6, 7 Millionen gewonnen, oder sogar 8. Und danach waren die auch pleite wieder. Die haben Geld verschenkt, verliehen, falsche Freunde bekommen, mit offenen Armen jedem Geld ausgeteilt. Ja, Ja. aber es ist, ich sag's immer wieder, das Schlimmste, was passieren kann, in ein Klischee reingedrückt zu werden. Du gewinnst im Lotto, verprasst alles. Haben vor dir schon 1.000 Leute gemacht, alle sagen, oh, pass auf, dass du nicht alles verprasst. Das passiert eben mit allen Lottogewinnern. Was machst du? Du verprasst es. Ähnlich wie bei den YouTubern, die aus dem Nichts in der Jugend auf einmal erfolgreich geworden sind, verdienen Hunderttausende. Ja, und dann so, oh, du verdienst jetzt zwar sehr viel Geld, Glückwunsch dafür, aber pass auf, leg die Hälfte für Steuern beiseite. Pass auf, dass du nicht in Steuerschulden gerätst. Was machen die? Verprassen alles, haben Steuerschulden, Privatinsolvenz. Das ist so, weil 1.000 Leute haben es vor dir verkackt. Alle sagen es dir. Pass auf. Das passiert so vielen. Jeder sagt es dir. Jeder sagt es dir. Pass auf, leg die Hälfte des Geldes beiseite. Ich verstehe es nicht, wie man es verprassen kann, dass es raus ist. Inscope nicht. Inscope hat ja mit dem Geld gearbeitet, investiert. Der hat es ja nicht einfach verprasst. Ja? Das ist was anderes. Ja, vom Geschäftspartner abgezogen werden ist nicht verprasst für Konsum. Da rede ich von ganz anderen. Da gibt es auch ganz viele. Das ist so low einfach. Das ist so low. Das ist so, ich könnt da stundenlang drüber reden, wie low ich das finde, weil es dir alle immer sagen. Das ist das, die hören sich jahrelang nichts an. Pass auf dein Reichtum auf, leg die Hälfte der Einnahmen beiseite. Krass. Genauso als Lottogewinner. Pass auf, dass du nicht alles verprasst, er verprasst alles. Da werde ich aggressiv, merkt ihr das? Ja, aber viele Merkst du das, kriegen. Schiffsstrubel? Ja, Was das. sagst du dazu? Ja, aber das Problem ist, dass viele Leute, die halt vielleicht nicht so viel Geld haben, die können gar nicht mit so viel Geld umgehen. Dann kriegst du so viel Geld auf einmal. Da kommen viele Leute, die sagen: Jo, leih mir mal 100.000. Das ist dann in Bezug auf 6 Millionen vielleicht nicht so viel. Klar, das ist eine enorme Summe. Und dann machst du das und die sagen dir: Ja, wir zahlen dir das zurück. Du glaubst an das gute Menschen, weil du sagst: Ja, ich habe eh so viel. Was will ich mit so viel Geld? Da ist sowas halt schneller weg, als du denkst. Ich denke auch bestimmt, dass er nachher sagen wird, er wird da bestimmt abgezockt von Freunden oder so. Solange du Geld hast, wenn die Leute da immer angekommen kommen. Von meiner Freundin ist auch der Vater Steuerfahnder. Und der macht auch so Steuerberatung. Und der hat Mandanten, die sind reich oder haben viel Geld. Und das kommt ab und zu halt irgendwie raus über Ecken. Und da kriegen die super oft Briefe von Familien, die sagen: Mein Kind hat das und das, ich brauche 40.000 für die OP. Meine Familie hat das und das, ich habe Schulden, wenn das nicht bezahlt wird, sterbe ich oder ich muss mich umbringen. Die kriegen x Briefe
Und vielleicht gibt es dann halt so Millionärsgewinner, die halt sagen, komm, dann gebe ich halt mal jemandem, der mir so einen Brief schickt, 20.000. Aber dabei sind das einfach nur Battle-Firmen. Ja, muss man prüfen. Ist wack. Ja, wir machen weiter. Was willst du da prüfen? Auf jeden Fall ist eine Küchenzeile übrig. Halten wir das fest. Und sein aber eine Wohnzimmer. Küchenzeile hat auch was Gutes. Und eine Küchenzeile Wohnzimmer. Kann auch toll sein. Die eben nicht mehr so schön war. Das ist ja bescheiden. Na, hab dann restlich nur Freunde gekauft, so gesehen. Wie bitte? Du hast dir für fast 800.000 Euro oder 700.000 ja. Euro Freunde gekauft? Das sage ich, war klar. Ja, aber war zuerst auch unbewusst halt. Es fing an, ich bin, bis das Geld da war, habe ich dann fast mein gesamtes Girokonto überzogen. Hab dann in der Gaststätte, wo ich schon mal bin, die eine oder andere Runde immer gegeben und dann wurde ich dann auch mal mitgenommen in eine Table Dance. Oh, willst du davon nachher wieder ein Stück? Und einmal nach Duisburg und in Krefeld. Oh, also die Leute, die dich mitgenommen haben, die wussten Bescheid, dass du diesen Wohnort gewinnt. Ja, ich hab da leider Gottes mit geprahlt. Geil. Halt, ne? Ja, verstehe. Ja, und dann? Hab dann auch irgendwann... Warte mal, aber 80.000 ist jetzt nicht so, dass du damit das verprassen kannst. 800 hat er doch, oder? Ja, ja, 880.000. Ja. Das kannst du nicht verprassen. Wieso nicht? Fliegst vielleicht einmal nach Ibiza, machst teuer Party. Kannst du locker 50 bis 100.000 liegen lassen. Da gehst du mal... Nee, ich meine, es ist jetzt nicht so viel, dass du es verprassen kannst. Wie viel kriegst du davon, wenn du das anlegst, investierst, Immobilien und Aktien? Gute Frage, ich wollte auch sagen, also würde ich jetzt... Vielleicht so, was kriegt man dafür? 800.000 Euro bekommen? Gut, also ich würde, also weiß nicht, was jetzt die Leute hier machen würden. Na? Was? Was kriegst du pro Monat? Das ist nicht viel. Also es ist viel, aber auf die 880.000 gesehen nicht viel. Keiner, wenn er will. Also ich sag nur eins, ich würde es in Dings investieren, in Aktien. Rechne mal jemand 3-4% aus. Immobilien würde ich. Ich würde mir 2 dicke Immobilien kaufen, die dann vermieten. Dann hast du hier monatlich ein gutes Einkommen und muss ich da keine Sorgen mehr machen. Dann ist das Geld gut angelegt und das kann ja auch keiner mehr wegnehmen. Das wären 2 schöne Immobilien, A400.000. Ich weiß nicht, was du machen würdest, Max. Ich würde aber die beiden 400.000 schön splitten in 2 schöne Immobilien. Du kriegst 2.500 bis 3.500 Euro. Im Monat. Pro Monat. Nur auf Zinsen oder sicher? Renditen, was? Dividenden. 2.500 auf der Bank. Pro Monat 2.500. Auf der Bank mit den jetzigen Zinsen. Doch nicht auf der Bank, Digga. Wo dann denn? Auf welcher Bank denn? Ja, von was für Zinsen redest du denn? Ja, allgemein gestreut. Ja, wie allgemein gestreut? Junge, die haben nicht mal Ahnung vom Streuen. Immobilienaktien? Ja, what? Der Typ kauft sich... Ja, nee, das ist ja automatisch. Automatisch, Junge. Du machst so, als würden die Leute wissen, wie Aktien und Streuen von Geld funktioniert. Einfach ich sag so. Nur, wie wenig 880.000 sind. Man denkt sich, oh, dafür kann ich mir ein Lambo kaufen und ein Haus. Oder du kriegst bis zum Ende deines Lebens, ohne dass es weniger wird, 2.500 bis 3.000 Euro im Monat. Oder? Schlecht gerechnet. Oder du investierst es in KLS und dann kannst du hustlen. Da kannst du hustlen, ja. Aber was ich damit den Leuten sagen möchte, dass das jetzt nicht so hyper viel ist. Ja, es ist auch, also 800.000 ist viel Geld, aber zur jetzigen Zeit ist es wirklich sozusagen, das heißt weniger geworden, aber ich weiß schon, was du meinst. Und also wenn ich was gewinnen würde im Lotto, um damit zu prassen und das allmöglichen den Scheiß zu machen, den er machen würde, da würde ich nicht 800.000 gewinnen, sondern da würde ich das vielleicht keine Ahnung ab 20 Millionen oder ja, sowas. Ja, ja, ich weiß schon, du meinst. Also 880.000 ist nicht so viel, dass man es verprassen kann. Ja, ja. Also ich weiß, was würdest du machen? Ich würde, wie gesagt, ich hätte mir 2 Immobilien A400.000 geholt. Kann man machen, das nimmt sich dann nicht. Ja, was würdest du denn machen? Würdest du sagen, ja. Ich sag, Leute, 800.000 ist viel, ja, aber 800.000 zum Verprassen ist nicht viel. Zum Verprassen. Du hast die Wahl dazwischen, ballerst du es einfach raus in Stripclubs oder verschenkst aus irgendwelchen Fake-Friends oder irgendwie sowas, dann ist das nach einem Jahr weg oder du kriegst bis zum Ende deines Lebens 3.000 Euro im Monat. Oder du hast die Basics gelernt. Ja, das ist ja auch das, was ich gesagt habe, wenn ich mir so ein teures Auto kaufen würde, ein Lamborghini zum Beispiel. Ich würde mir niemals ein Lamborghini selber kaufen. Niemals.
wenn du selber ein Net Worth von unter, weiß nicht, 6, 7, 8 Millionen hast, weil das im kein Verhältnis steht, wie teuer das eigentlich ist, wie viel Geld da auf einmal weg ist. Niemals. Selbst wenn ich 3 Millionen im Lotto gewinnen würde, würde ich mir damit niemals einen Lamborghini kaufen. Das möchte ich da nur zu sagen. Und das verstehen viele nicht. Und was würdest du jetzt mit 800.000 machen? Eine Immobilie und Aktienmarkt. Ach echt, würdest du so aufteilen? Mhm. Okay. Das ist ja Wumpe, das auf lange Zeit gesehen, nimmt sich das nicht viel. Durch dann aufgehört zu arbeiten. Was man ja bei dem Gewinn eigentlich auch kann. Ja, wenn man es vernünftig macht. Halt, so, ne? Aber jetzt erklär mir mal wirklich, wie so viel Geld, wer hat das denn jetzt in die Hände gekriegt? Ja, das fing an. Digga, alleine, dass er auch aufhört zu arbeiten. WTF! WTF, er kann nur aufhören zu arbeiten, wenn er alles anlegt und davon dann lebt. Dann geht's. Er darf sich nichts davon kaufen. Nichts. Alles anlegen. Und hat ein gutes, überdurchschnittliches Monatseinkommen. Er hört auf zu arbeiten und verprasst es. Wie geht das? Ich hatte ja, wie gesagt, diese Freunde aus der Gaststätte, die mich kannten, aber die waren eigentlich keine Freunde. Die haben dann irgendwo sich dann bei der Person angenommen, waren dann die besten Freunde. Ja, dem einen ist dann auch das Auto kaputt gegangen und dann habe ich für 2.500 Euro dem ein gebrauchtes Auto gekauft. Also ja, gut, das war wirklich ja nichts Schlimmes, in Anführungszeichen, vom Geld her. Nee, aber wir reden ja jetzt von einer Riesensumme. Ja, und dann ging das weiter in kurzer Zeit. Dann bin ich dann in Kreise gekommen, wo dann, ich sag mal, hier diese Table Dance Bar und was es da so alles gibt, dann wurden dann einige Frauen plötzlich meine Freunde, die ich auch dann... Alle haben verstanden, für 200.000 ein gebrauchtes Auto. Nein, 2.500, nicht 200.000. Ja. 2.500. Mit nach Hause. 200.000 gebrauchtes Auto. Dann haben wir uns zu Hause dann... Für 200.000 gebrauchtes Auto. Und haben dann, ich sag mal, aus dem flotten Dreier wurde dann auch das eine oder andere mehr und mehr. Okay, und da gehen sicher Tausende oder vielleicht auch ein paar Dutzendtausend Euro drauf, aber doch nicht sieben. Ja, Geschenke. Und mal eine Augensprenke, Mara ist die Beste. Plötzlich, weil ich gedacht habe, das ist jetzt meine neue Freundin und oder auch fast wie Lebensgefährtin neu und dann brauchte die Geld für irgendwas und dann sagte ich vorhin schon... Das wird so aggressiv. Gespräch, der eine weißt du, von wann das ist, Mann? Kurz... Das geht nicht. Das geht nicht. Das kann nicht passieren. Steht hier nicht dabei, leider. Das wird doch jedem gesagt, dass man genau das nicht macht. What the fuck? Oh, ich fass es nicht. Ich werde mega sauer. Ich habe auch null Mitleid mit dir, weil ich so sauer werde. Der Kollege hat sich dann, ich sag mal, ich glaube, das war eine Art Penisvergrößerung oder Verbesserung oder was machen lassen. Die andere hat Penisverbesserung. Für mich angeblich dann ihre Brust vergrößern lassen. Das waren dann... Hast du alles gezahlt? Da 8.000 Euro dafür. Der hat sich den Penis vergrößern lassen? Und es ist ihm hinterfällt, kannst oder du nur verbessern eine Schwanzverlängerung lassen. Verbessern. Zahlen. Verbessern hat er danach gesagt. Er hat sich den Penis vergrößern oder verbessern lassen. Einfach verbessert. Digga, eine Penisverbesserung. Wie geil. 5.000 Euro und dann... Was soll das sein? Wurden dann Sachen gekauft und ja, in so einer Bar kostet so eine Sektflasche oder Champagnerflasche dann 1.200 Euro ohne Probleme. Da wurden dann 6, 7 Stück hintereinander auf meine Kosten dann. Also du hast es dann gerade auch, wenn du das so erwähnst, von Level 6 auf Level 7 wurde verbessert. Krachen lassen. Ja, dann wurde es immer schlimmer sexmäßig und das ist auch im Prinzip jetzt mein Problem, wo ich jetzt mittlerweile auch in einer... Digga, der hat 800.000 Euro weggefickt und es ist nur eine Küchenzeile übrig geblieben. Der hat ein Jahr alles gebumst und hat allen Leuten alles gekauft. Eine Penisverbesserung, Digga. Ich gerade begonnen habe mit so einer psychiatrischen Behandlung. Und angeblich bin ich jetzt auch selbstmordgefährdend, weil eben der Sex immer schlimmer wurde.
wo ich eigentlich das so nie gekannt habe oder auch das heißt, du hast Sexpraxen so durchgeführt wurden. Was hat er gesagt? An mir und die ich auch ausgeübt habe, die ich früher auch nicht kannte zum Beispiel. Das war es mit Fisten und dergleichen. Und, was? Der hat sich für 800.000 Euro fisten lassen. Wurde mal ein bisschen auch wie B, was ich vorher auch so nicht kannte. Was ist das? BB? Was ist das? Ich wurde dann, also ich bin dann auch eine Zeit kurz B gewesen. Ach so, B gewesen. Okay, alles klar. Ja, und das ist dann so schlimm gewesen, dass diese Sexpraxis für mich dann normal war und wie eine Sucht war. Und das waren immer große, also größere Sexpartys, die du... Größere Sexpartys, die ich am Leben... Die du finanziert hast. Und mit Essensversorgung ja. Oder Alkohol. Und es ist wohl auch, glaube ich, aus den Niederlanden jetzt mal das ein oder andere zu rauchen dann besorgt worden, weil ich dann jetzt plötzlich auch angefangen habe zu rauchen, also das normale Rauchen. Ja. War denn Kokain auch im Spiel? Nein, sowas ist mir eigentlich nicht bekannt gewesen. Ja. Aber immerhin, wenn du für eine Flasche Champagner 1200 Euro dahin blätterst und in einer großen Gruppe sind schnell viele Flaschen getrunken. Da kann ja, waren 8 Stück zum Beispiel in der Regel in Düsseldorf. Zum Beispiel waren meistens so 7 bis 8 Flaschen für 2 Stunden. Die waren dann weg halt. Ne? Sag mal, und du sagst, du warst früher sexuell. Aber warte mal, der muss doch merken. So, der hat nach einem Jahr sein ganzes Geld verloren. Einfach weggefickt in Orgien, ja? Der muss doch merken, wenn er das ein halbes Jahr macht. So, fuck, jetzt ist die Hälfte meines Geldes weg. Da hört man doch auf. Oder Digga, der, was? Wieso? Wir machen, wieso? Nico. Das checkt man doch, oder nicht? Ich verstehe es auch nicht, was mit ihm los ist. Nicht so sehr aktiv. Ja. Und hast aber das wurde natürlich jetzt schön und jede Frau, die sah natürlich besser aus als die andere. Mhm. Ja, und die machten dann plötzlich Sachen mit mir, die ich dann noch gar nicht kannte. ob es jetzt von vorne, von hinten, von oben, von unten oder so war, sage ich jetzt einfach mal so. Bis hin zu ganz heftigen Sachen wie Fisten, was du gerade erzählt hast. Ja. Also das Einführen der Faust in Genitalien oder in den After. Richtig. Domian, er kennt sich übel aus. Das Arschloch wurde geweiht. Einführen der Faust in den Genitalbereich oder in den After. Ich gemacht und das wurde auch bei mir gemacht. Was? Und das ist schon fast wie eine Sucht für mich entstanden. Junge, er hatte die Sucht, dass eine Faust in seinem Arschloch ist. Er war süchtig nach Fäusten im Arsch und das hat ihn 800.000 gekostet. Alter, wie geisteskrank. So, dass ich jetzt, nachdem das Geld dann jetzt weg war, kurz vor mir... Ey, kein Witz, dann hätte ich lieber keine 800.000 gewonnen, wenn ich hier nach... Der ist jetzt broke, der hat jetzt kein Geld mehr, ist süchtig nach Fäusten im Arsch, ja? Und hat nur noch eine Küchenzeile. Ich, ohne Witz, ich hätte da lieber nicht im Lotto gewonnen, wenn ich eher gewesen wäre. Ich schwöre, ich hätte lieber weiter gehustelt auf dem Mount Everest. Ja, ja. Bin ich, kann man sagen, auf null angekommen. Lass mich nur was fragen zu dem Sex. Nein, Domian ist voll drin. Lass mich mal fragen, wie war das mit einer Faust im Arsch? Fisten ist schon, das ist schon extrem, finde ich. Ja. Was war das Extremste, was du bei diesem im Bereich Sexualität gemacht hast? Ja, du Domian voll spitz. Also dieses Fisten von bei Männern so wie bei Frauen. Aber das, was am schlimmsten für mich war, dass plötzlich bei dieser Orgien der ein oder andere Tiere mitgebracht hat, also Hunde. Da waren alles, glaube ich, Hunde. Was? Wo dann da begonnen wurde. Und dann habe ich echt gedacht... Das heißt, du hast das aber nicht gemacht? Ich habe es selber nicht gemacht. Boah, wie pervers. Aber ganz ehrlich, was will Domian einfach? Warum fragt er das nochmal? Der veranstaltet jeden Tag Orgien, stellt Alkohol, Gras, Essen, versorgt da alle 20 Leute, die fisten sich da gegenseitig tot und dann bringt noch jemand auf einmal Hunde mit, Mehrzahl. Wie pervers. Ja. Das heißt, das gehörte dann zu der Orgie dazu. Sucht im Prinzip für mich. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich das machen soll, weil ich habe mich jetzt schon angeboten in gewissen Kreisen, also mich im Prinzip selber prostituiert. Also das Geld ist alles weg? Komplett ist das Komplett Geld weg. Nur deine Küchenzeile hast du noch und dann... Die Wohnzimmer. Ich hatte mir zwar noch ein kleines Auto gekauft, unfassbar. Aber den habe ich nicht richtig versichert gehabt und habe den dann selber kaputt gefahren. Warst du denn, als du das Geld gewonnen hast? Wer kauft sich ein Auto, versichert das nicht und fährt das einfach kaputt, Digga? Das ist doch... Ach, fuck. Voriges Jahr warst du da solo? Ja, ich bin... Da bekommt Brofist eine andere Bedeutung. Oh Gott.
Das war wahrscheinlich der Bro, der seine Penisverbesserung ausgegeben hat. Ja, wie witzig ist das? Jahren geschieden. Der kommt zu ihm, ich brauche eine Penisverbesserung. Im Prinzip, beziehungsweise man hat mich im Prinzip geschnitten. Die Freunde, die ich vorher hatte, die hatte ich jetzt plötzlich nicht mehr. Die befinden sich jetzt auf der Seite der Ehefrau von früher halt. Also recht zurück. Und ich habe mich auch dann zurückgezogen und hab dann auch, wie gesagt, plötzlich jetzt Freunde gehabt. Ich bin immer noch fassungslos, wie man 880.000 Euro verfisten bringen kann. Aber du hast es jetzt plötzlich erzählt. Ja. Das war jetzt ein extrem durch... Der hat im einen Jahr 880.000 Euro verfisst und hat noch eine Küchenzeile. Geknallt. Ja, plötzlich wurden Küchengeräte, ich sag mal, oder auch eine normale Bürste genommen, die wurden dann bei Frauen eingeführt. Ja, komm, hör auf. Erzähl gar nicht an. Jetzt glaub mich an. Ach, komm, hör auf, ich kenne das doch schon alles von mir. Und alles das, was man so im Haushalt hat. Jetzt hast du kein Geld mehr. Hast du denn, bist du wieder in deinem Job, in deinem Alten? Nein, ich habe den ja leider gekündigt. Habe mich jetzt mittlerweile prostituiert, wie gesagt. Habe das probiert. Das ist auch 4 oder 5 Mal jetzt gelungen. Also nichts gegen dich und dein Alter, aber mit 49 ist das doch eher schwierig, oder? Ja, natürlich ist das schwierig. Und Max kann sich fassen. Der ist 49, heißt Bruno. Hat nichts mehr. Außer einen völlig überdehnten Schließmuskel und eine Küchenzeile und geht jetzt anschaffen. Also ist eigentlich nicht lustig, aber also da hat auch keiner hier Mitleid, weil es ist zu klischeehaft. Es ist zu klischeehaft. Ja, ich aber gerade jetzt im Bereich dieser abartigen Geschichten. Ja, verstehe, da ist das eher. Kann man da schon platziert werden, aber wie das dann passiert ist, dann möchte ich am liebsten auch dem Leb einen Schlussstrich ziehen. Aber jetzt hier bei einem ich habe nur Bekannten die Sachen hochziehen. Ja, so Tablettenmix dann zusammengestellt, weil ich wusste, der hat wohl schwere Sachen irgendwie und habe das dann zwar probiert, aber das hat leider nicht so ganz geklappt. Mensch, Bruno, du brauchst aber sowas von dringend Hilfe, richtig? Ja, ich habe mich jetzt in der letzten Woche bei einer Psychiaterin hier im Ort gemeldet, habe jetzt da eine Sitzung gehabt und muss da jetzt aber fast 3 Wochen warten, wo es da weitergeht. Also, hast du denn schon quasi das so offen alles erzählt, wie du es mir jetzt erzählt hast? Nein, noch nicht. Ja, raus damit, das musst du machen. Habe ich mir jetzt gesagt, dass das vielleicht mein Fehler war, dass ich zu zurückhalten Ja, dann weiß die gar nicht, wie sehr es brennt. Das musst du unbedingt machen. Du brauchst dringend Hilfe und Unterstützung, sonst verbrennst du, gehst du unter. Du bist ja schon völlig am Rand, habe ich den Ja, ich bin jetzt am Schließmuskel. Ich möchte natürlich jetzt schon wieder, weil ich habe auch Anrufe jetzt bekommen heute, 2 oder 3 Anrufe, heute noch was zu machen in den Kreisen, wo sich das dann natürlich rumgesprochen hat. Also heute was zu machen im Sinn, dass du dich verkaufst, oder was? Dass ich mich verkaufe, dass ich jetzt jemand wieder zu mir kommen lasse. Aber und das war auch der Auslöser, dass ich dann gesagt habe, nee, ich versuche das, mach das jetzt nicht und ruf dann jetzt bei euch einfach mal an. Ja, sehr gut, weil ich gehe davon aus, das höre ich auch, dass du das schrecklich findest, das zu machen. Ja, ich finde das ganz schlimm, aber ich muss das manchmal teilweise machen, weil die Sucht, ja, es ist wie so eine Sucht, man will das eigentlich dann doch. Ist es die Sucht? Oder ist es eher das Geld, was ich da antreibe? Ja, das Geld, die Freunde, die ich jetzt dadurch gewonnen habe, ja, die sind also die normalen Freunde, die sich sogar ein bisschen jünger darstellen, also jüngere Frauen, die ich natürlich gerne wieder als Freunde hätte. Aber das ist mir auch im Nachhinein dann klar, dass das ja keine Freunde sind. Wenn du das jetzt, wenn du jetzt, ja, klar, das sind keine Freunde mehr, wenn du jetzt dein Jahr zurückblickst, wie bewertest du das, was da passiert ist für dich? Ja, das war ein super Jahr. Ich habe da in dem Jahr alles toll erlebt eigentlich, aber jetzt... Ja, aber du hast dich auch kaputt gemacht. Du hast dich kaputt gemacht. Ich habe jetzt, aber jetzt genau, wollte ich gerade sagen, ich habe jetzt im Prinzip so viel ein super kaputt Jahr. Gemacht mit mir selber, mit meinem Körper, in meinem Kopf, dass das schlimmer ist, als wie das, was schön war. Ich verstehe. Also Bruno, den ersten Schritt hast du ja schon gemacht, dass du bei einem Psychiater warst. Das ist schon mal sehr gut. Also ein super Jahr, sagt er. Dringender Handlungsbedarf nötig bei dir. Weiß nicht, was bei dem los ist mit dem Kerl. Deshalb möchte ich, dass jetzt meine Psychologin weiter mit dir spricht und dir weitere Anweisungen oder Ratschläge erteilt, was du schnell jetzt auch tun kannst, denn es muss etwas getan werden.
Dazu bitte ich dich aufzulegen und du wirst von der Magdalena angerufen. Achso, ist das jemand, der bei euch? Genau, das ist eine Diplompsychologin, die hier im Hintergrund mitarbeitet und die professionelle Unterstützung dann gibt nach einem Gespräch dann mit mir im gegebenen Fall. Ja, wunderbar. Ja, dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst dann von der Magdalena, so heißt die Psychologin, gleich angerufen. Ja, die Nummer habt ihr ja. Die haben wir. Und ich hoffe sehr, dass wir dir ein bisschen weiterhelfen können und dass du wieder dann Fuß fassen wirst. Ich habe heute jetzt keine, ich traue mich, also ich möchte am liebsten natürlich einer von den drei Terminen wahr annehmen, aber... Jetzt rufen wir dich erstmal zurück und dann gucken wir weiter, okay? Ja. Gut, Bruno, du legst auf. Er möchte einer von den drei Terminen annehmen. Das heißt, er möchte wieder anschaffen gehen oder sich fisten lassen oder keine Ahnung. Das Gespräch war schon durch, aber er sagt noch mal ganz kurz, dass er weiter hasseln möchte. Ja, gut hasseln. Er hat schon die Basics gelernt und jetzt geht's weiter. Das Gespräch ist schon durch und er sagt noch mal, dass er sich heute wahrscheinlich, weiß ich nicht. Und alles Gute wünsche ich dir. Mach ich. Tschüss. Ja, ciao.